Ja, neues Video, neues Glück, meine Damen und Herren. Heute steht an Besuche. Wir schauen mal in der Community vorbei und schauen uns die Basen an und machen natürlich noch einen Live-Angriff. Also, bleibt dran, habt Spaß und let's go. So, Freunde, bevor wir den ersten suchen, ja, und bevor wir jetzt hier durchdrehen, würde ich sagen, schaut euch mal an, was ich hier fabriziert habe. Heute bin ich unbesiegbar. Ich weiß gar nicht, ob ich da heute einen Livestream-Angriff oder einen Live-Angriff machen soll, weil wenn ich mich konzentriere, läuft die Sache wie Butter. Wirklich, die Hydra, die schneidet wirklich durch wie ein heißes Messer durch Butter. Also das ist wirklich geisteskrank. Nur mal, dass ihr wisst, was hier gerade Sache ist. So, und wir springen rein in den ersten Besuch. So, Freunde. Da sind wir auch schon. Wir haben uns den ersten auserkoren. Auf der Liste steht der gute Simon, Rack Simon auf YouTube. Rack and Leaf, klar, passt. Bestes Ergebnis war in der Legendliga 5020, aktuell ohne Rang. Da müssen wir mal schauen, was da los ist. Auch Kriegssterne her noch eher weniger. Hat aber hier schon 22.611 Truppen gespendet. Junge, Junge, Junge. Die Season ist doch noch, ist 3 Tage alt, oder? 2, 3 Tage alt. Das ist wirklich geisteskrank. Da schauen wir gleich mal genauer hin. Auch hat er sie, oh, den Eiskönig, cool. Die Königin finde ich auch ganz nice. Und wie bitte schön krass sieht dieser Warden aus. Stark. Also Skins wieder am Start. Wichtig und richtig, dass er das hier hat. Und wir schauen mal vorbei und besuchen das Ganze hier, Freunde. Also nach 3 Tagen schon 22.000 zu haben und das als Rathaus 15, das ist schon wirklich nicht ohne. Was spendet er denn hier die ganze Zeit? Loons. Er hat 64 Loons ausgebildet und spendet wahrscheinlich only Loons. Das ist beeindruckend. Ansonsten hier die Basis sieht doch gar nicht so verkehrt aus. Überall sieht man mal wieder Rathaus 15er Gebäude schon. Es geht vorwärts. Es geht wirklich vorwärts. Hier wird noch fleißig ausgebaut. Wichtig. Oh cool, guck mal die Krabbe an. Krebs mit Haus. Fantastisch. Freunde, das ist sehr, sehr geil. Ich mag dieses... Also der hat ja wirklich viele tolle Sachen hier. Auch hier die 5. Ist schon eine ganze, ganze Weile dabei auch. Also cool. Schöne Base, ja, Boxbasis natürlich aktuell im Meta, spielt jeder, er ist hier auf jeden Fall fleißig am Ballon spenden. Wir wollen natürlich den Clan nochmal genauer unter die Lupe nehmen. Regularly, we donate loons, ah, okay, hier steht's ja, we donate loons. Okay, also es geht hier wirklich eigentlich nur darum, loons sich Ballons abzuholen. Ja, du gehst rein, der knallt dich hier erstmal voll, Siege Machine haut er dich 24/7 voll, also das ist wirklich, wirklich krass. Finde ich sehr, sehr geil. Also 2 Millionen Rick Mr. Rekord. Rekord Mr. Potter. 2 Millionen. 2 Millionen gespendet in einer Season. Oh, wow. Also das ist ja wirklich beeindruckend. Und wir sehen hier schon, okay. Alter, 83.000 Spenden hat der schon drauf. Was ist denn bitteschön hier los? Was geht hier ab? 15.000, 16.000, 98.000 Heroes. Du machst mich fertig. 98.000. Junge, was ist denn hier? Was geht hier ab? Ich finde das beeindruckend. 40.000. Also da geht ja richtig was ab. Wow. Das ist beeindruckend. Das finde ich richtig, richtig cool. Macht weiter so. Ich werde auf jeden Fall wiederkommen. Ich will, dass ihr den Rekord wieder knackt. Ich will, dass ihr diesen 2-Millionen-Rekord wieder knackt. Das ist ja geisteskrank. Das ist richtig cool. Das feiere ich. Also, hat sich schon mal sehr gelohnt, hier vorbeizuschneiden. Wer immer mal wieder Ballons braucht, ist hier natürlich gut aufgehoben. Schaut hier vorbei und helft den Leuten, dass sie auf ihre 2 Millionen hochkommen. Und wir springen rein in den nächsten, denn wir wollen natürlich noch weitere tolle Basen besuchen. Des Weiteren, meine Damen und Herren, haben wir den guten Lucky. Furious Ninja, da ist er aktuell beheimatet und das als Vize-Anführer. Wir können mal sagen,
5644 im All-Time-Best ist natürlich wirklich schon eine Riesenansage. Über 2500 Kriegssterne, die er gewonnen hat. Auch das ein sehr erfahrener Eindruck, den er hier macht. Im Vergleich zu den 98.000 Spenden hat er es auf 3 geschafft. Also das mal kurz den Maßstab hinsetzen, ja, wie geisteskrank das alles ist. Wir haben hier mit einem Rathaus 16er zu tun. Aktuell auch hier wirklich, ja, den ein oder anderen Skin am Werkeln. Den hier finde ich ja von der Gladi besonders cool. Der passt auch zum Fuchs. Das hat mich schon mal sehr, sehr glücklich gemacht. Und dann schauen wir mal rein. Besuchen wir den guten Luki und ich hoffe, du siehst das Video und er hat sich natürlich darauf vorbereitet. Das hier sieht aus wie eine Atombombe. Wie so ein, ja, hier den Bombenkopf. Hier hinten wird er dann runtergefallen. Ja. Hier vorne ist der Stoß, ja, wenn die Bombe dort aufploppt, ja, kommt drauf an, was für eine Bombe wir hier haben, dann detoniert sie, vielleicht detoniert sie aber auch 200 Meter über der Luft. Atombomben werden ja nicht direkt am Boden gezündet, sondern ja über dem Boden gezündet. Das mal nur so nice to know. Ja, jetzt aber genug der Bombenkunde. Wir wollen natürlich hier auch mal weiter gucken und schauen, was hat er denn hier ausgebildet. Denn aktuell spielt er hier Super Bowler und da wird sich Finny natürlich sehr freuen. Mein lieber Luki, du müsstest mir mal ein paar Replays zukommen lassen. Finny freut sich immer gerne, wenn auf meinem Kanal Super Bowler Steine durch die Gegend fliegen. Ansonsten hier die Kuchen natürlich. Oh, schön. Guck mal, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yippie! 11. Nice, das ist geil. Oh, das macht immer so Spaß, euch zu besuchen. Da findet man 1000 Sachen, die cool sind. Wirklich, das macht mir immer richtig viel Spaß. Auch hier, schaut euch das an. Gruseliger Baum, den Kaktus. Spike-Kaktus, Hexenhut. Das ist geil. Oh, ist das schön. Ist das einfach geil. Jetzt suchen wir kurz die Clanburg, wenn ich die gefunden habe. Da ist sie. Wollen wir natürlich noch den Clan anschauen. Selbstverständlich. Willkommen bei den Furious Ninjas. Du bist immer auf der Jagd nach 3 Sterne. Das ist der Dulli heute aktuell auch. Läuft nur nicht immer so, wie der Dulli das möchte. Aber heute hat der Dulli in Laub und das möchten wir natürlich ausnutzen. Spendenglanscher, Glanspiele und CWs sind für dich eine Selbstverständlichkeit. Ja, leider nicht für jeden, aber immer wieder toll, dass man es anspricht. Dann bist du hier genau richtig. CW nur mit allen Helden. Discord-Server ist vorhanden. Ja, wer aktuell noch einen klugen, aktiven Clan sucht mit Discord, findet hier wahrscheinlich ein Zuhause. Der Clan ist fast voll. Leider haben wir hier keinen Kriegslog, wo wir mal reinschauen können. Wir sehen aber, sie sind in der Meisterliga 3. Das ist schon mal gar nicht so verkehrt, deutscher Clan. Also da ist ein guter Mix da mit Rathaus 16, 15, 13 sehen wir hier, 12 haben wir auch, 14, also eigentlich so gut wie alles vertreten, 11 auch noch mit dabei, 10 und dann geht es hier auch weiter runter Richtung 9 und 7. Also ich denke mal, da wird jeder schon fündig, wer noch was sucht, scheint sehr aktiv zu sein hier, geht was ab, genau, da findet ihr bestimmt noch das ein oder andere zu Hause. Ich wünsche dem Clan natürlich genauso wie dem vorherigen Clan alles, alles Gute und würde sagen, einen nehmen wir noch mit und da habe ich noch einen besonderen für euch, also bleibt dran. Es hat sich ja angekündigt, Mama Schlappen, dass ich dich besuche, BTR Nico, Back to Roots. Ja, kennen wir, hatten wir jetzt in den letzten Tagen ein bisschen öfter mit zu tun mit dem Clan. Wer sich daran erinnern kann, wir hatten erst im letzten Replay-Video natürlich von diesem Clan gehört und wissen jetzt natürlich auch, mit wem wir es jetzt zu tun haben. Meine Damen und Herren, ich stelle vor den guten Nico, der hier schon 3355 Kriegssterne gesammelt hat und ein bestes Ergebnis von 5802 aufzuweisen hat. Ich denke mal, das ist eine dicke, dicke Ansage, da kann man schon mal mitarbeiten. Und was wir jetzt hier sehen wollen, ist natürlich, ja, ich will es gerade sagen, er hat sich alle Skins geholt von einer Sorte und das sieht so gut aus. Wirklich, wie gut. Guck mal, der König sieht aus wie ich. Wenn ich mir jetzt einen Zopf machen würde, könnte ich ungefähr genauso aussehen. Nur, dass meine Haare nicht weiß sind. Aber das sollte auch nicht das Problem sein. Dafür gibt es ja Farbe. BTR. Oh, hier schön mit dem Schwert als Tee. Das ist immer sehr, sehr kreativ. Ich liebe die Kreativität
dieser Community. Das macht mir immer so viel Spaß. Ich liebe Besuche, ich liebe Replays. Das ist immer so diese Verbundenheit zu euch. Und hier sehen wir es auch wieder. Unser Rathaus 16. Nico ist hier komplett ausgebaut, ja, da ist alles voll, alles ist Full House. Er hat hier auch wahrscheinlich erst angegriffen, denn hier schlafen die Helden noch ein bisschen. Die regenerieren noch, hier drüben fällt mir gerade nichts auf, der König wurde strafversetzt, der darf wohl nicht bei den Frauen sein. Gründe gibt es dafür wohl wahrscheinlich schon, ja. Okay, da schläft auch die Gladi, da schläft der Warden, ja, das ist halt einfach so, meine Damen und Herren. Halt, hier ist die Gladi, da ist der Wort. So rum. Verwechselt. Es sieht doch geil aus, oder? Es sieht doch geil aus. Er hat seinen Rand auch komplett leer gemacht. Also er hat nichts von all dem aufgehoben. Ich bin immer einer, ich hebe immer eine oder zwei Sachen von einem Event auf, das ich dann an den Rand stelle. Dann sieht das alles immer sehr toll aus. Und dann sieht man auch, was über die Jahre sich so angesammelt hat. Wir haben es ja gerade im vorherigen Besuch schon gesehen. Meine Damen und Herren, ich wollte noch gucken, was er denn ausgebildet hat, aber ach ja, da, okay, gut. Er hat erstmal nur Valkyrie ausgebildet. Ich denke mal, dass das hier schon sehr, sehr stark nach Wurzeldulis aussieht. Into Valkyrie. Und er hier gerade frisch ausbildet und gerade zweimal angegriffen hat. Daher gehe ich davon aus, dass wir hier jetzt erstmal wieder einen Kriegslux... Ah, da haben wir ihn! Ich wollte gerade sagen, ich hatte schon die Hoffnung und hier hat sie sich bestätigt. Back to the Roots Clanfamilie. Back to Roots, Entschuldigung, ohne... CWL in drei Clans. Also es gibt mehrere Clans, sie spielen Turniere. Padlock, Koth, also Discord ist da... Sehr, sehr stabil, sehr aktiver Clan. Clan Level 9, noch relativ neu aktuell. Ja, hat sie wahrscheinlich auch erst Ende letzten Jahres gegründet oder Mitte des Jahres, sowas wie bei uns. Und wir sehen hier sehr, sehr viele BTR-Accounts. Ja, sie bleiben sich treu. Finde ich gut. Finde ich wirklich klasse. So viele Rathaus 16er. Da wirst du auf jeden Fall in die Champions League 2. Ja, da bist du auf jeden Fall in der Champions League, wollte ich gerade sagen. Sie sind schon in der Champions 2. Da wollen wir auch hin. Das ist das Ziel des ersten FC Dullis dieses Jahr, beziehungsweise in dieser kommenden CWL da jetzt auch rein zu marschieren und dann natürlich für absolute Gerechtigkeit zu sorgen und vielleicht den guten Weini in den Arsch zu treten. Vielleicht auch nicht. Ja, man mag ihn ja auch. Also gucken wir uns den Kriegslog an. Hier sind sie aufgestiegen im März mit 320 Sterne. Eine absolute Leistung, die man hier wirklich, wirklich nur, ja... Man kann es nur beglückwünschen. Es geht nicht anders. Es geht nicht anders. Hier haben wir verloren, aber auch nur ganz, ganz knapp. Einen perfekten Hit kassiert. Also ihr seht auch, es gibt auch noch stärkere. Ja, es gibt immer den stärkeren in Clash of Clans. Das ist und da hatten sie schon eine gute Streak. Also das ist wirklich beeindruckend. Back to Roots. Ich wünsche euch alles erdenklich Gute für die Zukunft. Vielleicht läuft man sich irgendwann mal in der Champions League über den Weg. Es würde uns sehr, sehr freuen. Passt auf euch auf, habt Spaß, bleibt dran und bleibt vor allem sauber und dann geht's los. So, meine Damen und Herren, was macht der Dulli denn jetzt noch mit euch? Eigentlich traut er sich schon fast nicht, jetzt noch anzugreifen bei so einer Hitrate heute. Ich meine, die ist schon beeindruckend, ja. Wenn ich jetzt noch dreimal, also es wäre schon sehr beeindruckend. Wollen wir es machen? Ach, scheiß drauf, wir machen es einfach. Wir sind einfach Macher und selbst wenn ich jetzt wieder verkacke, dann ist es halt so. Meine Damen und Herren, let's go. Wir greifen noch einmal live an. Wir möchten uns positionieren und zwar möchte ich mich gerne hier auf diesen Magierturm positionieren. Eventuell eher auf diesen X-Bogen. Das wäre schon mal ein Ding, das ich gerne haben möchte. Wir haben da einen Wutzauber, das heißt, wenn ich da... Okay, wir probieren mal was aus, Freunde. Jetzt wird's halt wieder sehr kriminell. 1, 2, 3 und wir spielen hier mal rein. Batz und lassen mal laufen das Ganze. Dann schauen wir mal, was wir denn da rauskriegen. Da kommt jetzt erstmal was raus, ja. Dicke Hits. 1, 2, 3 und 4. Und 1 und 2... Und 3 und 4. Und 1 und 2 und 3 und 4. 1 und 2 und 3 und 4.
Okay, perfekt. Ja, jetzt haben wir natürlich, jetzt laufen die natürlich alle raus. Ist nicht weiter tragisch an sich. Ja, wir haben jetzt hier guten Schaden gemacht, haben annähernd 30% geholt. Damit kannst du arbeiten, wenn du möchtest. Wir wollen jetzt hier auf jeden Fall erstmal unsere Königin noch mit reinspielen. Und dann geht's hier auch schon instant los. So, let's go. Wir wollen hier erstmal für absolute Gerechtigkeit sorgen und wollen hier natürlich relativ schnell auch unseren Warden zünden, dass hier natürlich nicht so harter Damage reinjodelt. Darauf haben wir dann nämlich doch nicht so viel Bock. Jetzt müssen wir hier erstmal kurz zünden. Ja, den König, den zünden wir auch. Wichtig, dass wir das tun. König räumt dann da schon mal auf. Das auch nicht so unwichtig. Okay. Jetzt nehmen wir gleich den Freeze und sorgen dafür, dass das hier nicht mehr abfuckt, sondern dass hier unsere Truppen den Vorstoß auf jeden Fall gewährleisten können. Wichtig, dass das passiert. Gladi muss ich jetzt noch nicht, doch muss ich zünden. Muss ich leider zünden. Wichtig, dass wir es machen. Ist nicht weiter tragisch. Jetzt wird hier losgejodelt. Der König kümmert sich derweil da unten um das Öffnen der Mauer, wird aber wahrscheinlich rausgenommen von der Königin. Also das, was der macht, ist gar nicht worth gewesen. Nicht weiter tragisch. Wir haben auch noch die Königin, die wirklich minimal lebt. Ja, eher schlecht als recht. Also das werden wahrscheinlich keine 3 Sterne mehr. Da werden wir nicht mehr glücklich. Könnten aber noch hohe Prozente werden. Vielleicht werden es auch doch noch 3. Man muss jetzt einfach mal ein bisschen auch an die Sache glauben, meine Damen und Herren. Denn da hinten ist noch die Königin und die wird natürlich jetzt auf diese 2 Drachenreiter warten. Also, wir haben da aber auch noch massiv Drachen da. Es dürfte eigentlich nichts mehr anbrennen, ja. Wenn die, ja, die kriegen da die dicken Hits, okay. Das Gebäude kriegen wir raus. Jetzt sind es noch 30 Sekunden. Der König steht noch ein bisschen in der Schwebe. Wenn jetzt die Königin rausgenommen wird, okay, auch das funktioniert, dann könnten das doch nochmal 3 werden. Also ich sag euch ehrlich, heute läuft's. Ich habe zwischenzeitlich mal kurz nicht mehr dran geglaubt, aber heute läuft's. Ich laufe perfekt heute wahrscheinlich aus dem Tag raus, wenn es so weitergeht. Wie geisteskrank ist denn das, bitteschön? Es gibt Tage, da läuft nichts und jetzt guckt euch das an. Ich habe einen fast perfekten Tag. Ich bin überaus glücklich heute. Ich bin dankbar, ich bin glücklich und ich bedanke mich jetzt natürlich fürs Zusehen, dass ihr natürlich meine Gäste wart. Schreibt in die Kommentare, schafft der Dulli es heute perfekt aus dem Tag rauszukommen oder nicht? Würde mich interessieren, was ihr davon haltet und dazu denkt. Ich melde mich natürlich ganz, ganz klar erstmal von euch ab. Bedanke mich, dass ihr meine Gäste wart. Lasst gerne Like, Kommentar und das übliche Gedöns da. Und trinke auf euch, weil ich euch einfach liebe und Spaß am Spiel habe. Cheers!